Ja. Was kommt raus? Wagenheber. Ich habe das besser als oft. So, und damit willkommen zu dieser Folge von Crossout. Ja, dieser Mittwochsfolge, und ich möchte jetzt schon mal hier am Anfang des Videos sagen, dass am Samstag nach dem Metal Video noch ein Metal Extreme kommen wird, der letzte Stream, und danach kommt schon die letzte Folge. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr dort dann euch reinziehen. Jedenfalls hoffe ich mal, dass da ein paar von euch dabei sind. Ich muss da weg, wie ich einfach 900 HP habe. Jetzt selber nicht so viel erwartet. Wir stoßen jetzt zusammen mit den Gegnern. Los, vorwärts, meine Pferdchen. Höher. Wieso fahre ich eigentlich gerade vor mit den wenigsten Leben so ziemlich mit? Alle rein! Wusch! Okay, wieso schießt ja alle ab? Der darf jetzt nicht hier reinkommen. Ich glaube, der ist ein bisschen dumm im Kopf. Dort kann ich immer noch treffen. Ah, der ist suizidgefährdet. Ja, aber er hat mich noch bekommen hinten, mein Hintern. Los, wir erobern die jetzt. Ja, noch 20%. Wir haben schon fast gewonnen. Wir haben gewonnen fast. Wir haben schon gewonnen. Easy. So. Und jetzt spielen wir noch mal eine Feuerzeugmission, die jetzt limitiert ist wieder, wo man Feuerzeuge bekommt, die sich dann praktisch für einfach halt weiß nicht was. Jedenfalls kann man sich dafür dann so besondere Special Things buyen, kaufen. Und ja. Wir rasen jetzt über den Schrottplatz auf die Gegner zu. Ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist, wo ich lang fahre. Aber da ich keinen Gegner habe und ich sie so surrounden kann, finde ich das ganz schön. So. Ich werde jetzt ja auch nicht den Krawall suchen. Wenn man hier Gegner hat, die wird Schrotflinten haben. Ich hasse Schrotflinten. Ich hasse Schrotflinten-Gegner. Ja, dann nutzt doch deine Schrotflinten. Haha, du hast nichts, jetzt hast nichts mehr. Ich hast auch abgeschossen, aber dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit ins Grab, du Arsch. So. Und den hier, den nehmen wir uns jetzt auch noch auseinander hier. Schups. Selbstzerstörung. Das Modus aktiviert. Ist der dumm gewesen, Alter. 600 Schaden habe ich dem Rotzgesicht gemacht. Wird unser Team das jetzt noch schaffen? Jetzt die andere Frage. Sieht jetzt nicht rosig aus. Tschüss. So, wo fahren wir denn in der Wüste jetzt hier lang? Ich würde sagen, wir fahren dort, wo alle entfahren. Jetzt warten wir mal kurz. So, wo fahren denn meine Mietstreuer hin? Volle Power! Mit meiner LKW-Kabine. Kabine. Ui, brumm, brumm. Ach, Alter, die haben alle diese coolen Kanonen. Ja, Stephen Hawk ist los, weg. Los, Stephen, du bist jetzt... Oh, das war eine Falle. Aushilfe. Abschusshilfe. Ja, scheiße, fahr, nein! Wieso? 2-1 Niederlage. So, da zählen wir ja nicht, dass es heute gut läuft. Ich spiele jetzt nämlich mit Feuerzeug normal. Ich weiß zwar, dass man mit Feuer nicht spielt, aber sind da Gegner schon? Ups. Ich dachte gerade, der ist Chaos. Heißt aber nicht.
Ja, wir machen so eine richtig miese Taktik von hinten. Und surrounden hier. Und da sind Gegner. Ja, ich muss jetzt Suizid begehen. Suizid. Ja, ich habe noch eins. Ich habe einen getötet damit. Alter, nice. Und der ist auch gut. So, und jetzt machen wir noch mal einen Raid. Wo man am Ende... Oh, den müssen wir verteidigen. Bronze und Erfahrung, glaube ich, viel für bekommen. In dem Fall hier. Durch hier gerade einen Geleitzug geleiten. Und, deswegen eskortieren wir jetzt hier und müssen alle Abmurkse, die hier kommen. Suizidgefährten. Ah, ja, ich hätte jetzt gerade beleidigt die Leute, aber hätte ich jetzt auch gemacht. So. Alter, das war schon heftig. Ja, ran an den Speck. Da waren halt ein 5000 PSer. Bin beim Transporter, damit der wieder schneller wird. Alle ran, damit er wieder fährt, wie so ein junger Gott. Ja, der Transporter fährt schnell. Ja, da, oh scheiße, da kommt ein Sägeblatt. Der will den weg, das ist ein Suizidteil. Hier, guck, der will den wegsägen. So, und jetzt kann er nämlich nicht mehr sägen. Und jetzt ist er tot. Weg mit dir, du Mizzet, du kleiner Yay Helfer. So, jetzt wieder vorwärts ran an den Konvoi. Alter, was ist denn das? Egal, ob wir sterben, hier kann man, ich glaube, so oft respawnen, wie man will. Deswegen ist es auch egal, wie oft wir hier verrecken. Haben die gerade gedacht, ich wäre ein Böser? Alter, ich habe nicht so viel AP. Aber noch drei Waffen. Von vier Stück. Ja. Und ich habe gerade ein HP verloren und wir müssen noch weit. Ja, hätte ich mich nicht zu früh freuen dürfen, denke ich mal. Aber. Und die Landminen sind das, die Landminen. Die müssen wir zerschießen. Wenn unser Konvoi hier freie Bahn hat. So, super weiterfahren. Am Konvoi bleiben. Ah, hier kommen wieder böse. Hier kommt ein Sägeblatt. Ich hasse Sägeblätter. Los, weg mit euch, ihr Sägeblätter. Mensch, yeah. Hier ist noch einer. Los, tu den erst platt machen hier. Immer erst die Gefährlichen wegmachen. Danke, yay, ja, noch einer tot. Jetzt weiter zum Konvoi. Ja, wir haben halt einen 5000 PSer dabei. Und da ist das halt nicht so easy. Ich fahr jetzt rein. Da sind irgendwie meine Mates ein bisschen dumm manchmal. Einfach weiterfahren. Die wollen theoretisch nur den Konvoi haben. Und den Konvoi bekommt ihr nicht. Yeah! Revolver halt. Nein, was ist denn das? Die das. Was, der hat nur noch seine Kabine hier. Ja, da wollte Suizid gehen. Todesengel. Jetzt, ja, down. So, den davon noch ein bisschen plätten. Ja, was soll ich hier machen? Ich bin der mit dem nächsten PS mehr oder weniger. Ah, da war doch einer. Hups, tut mir's leid. Puh, Alter, wir sind ein bisschen am Arsch hier gerade. Los, ran an den Konvoi. Es kommen nämlich hier böse Leute. Böse Leute sind böse. Ja, was soll ich da machen? Los, kommt alle an den Konvoi ran. Ups, Bitte macht mir mal platt, wenn ihr hier schon auf mich ballert.
Los! So. Ran an den Konvoi, damit er wieder schneller wird. Schnell, Speedy, Speedy Gonzalissimo. Ja, schieb mich an. Ey, nicht blocken, anschieben. So, ist den hier, der hat nämlich nichts mehr. Den kann ich nämlich jetzt auch wegbratzen mal hier. So. Wir sind nämlich bald beim Ende hier. Und es gibt hier übrigens nicht sowas wie ein Endboss, glaube ich. Also Endboss nicht im Sinne von dem, was wir als Endboss bezeichnen würden. Also hier jedenfalls nicht in dieser Mission. Es gibt noch schwierigere, wo es auch sowas wie Endbosse gibt. Und das ist dann schwierig zu handeln. Und wir haben den Konvoi noch bei 90%. Wir haben 3/4 der Strecke geschafft. Es können Minen kommt, glaube ich, noch einmal. Aber ansonsten kommt, glaube ich, nichts mehr. Aber sieht schon geil aus, der Konvoi hier. Der hupt erstmal hier die Hupe weg. Ich fahre jetzt gegen ihn. Bam, Alter. Das war mal ein krasses Ding. Nice. Weg mit dir, weg mit dir, du kleines. Ey. Super, so erstmal einen aufheben. Super. Super. So. Ich bin, denke ich mal, nicht erster hier. Das ist. Ist irgendwie ein bisschen dumm im Kopf. Setze hier weg mit dir, du kleines. Kleiner Bastard. Solche Leute hasse ich. Mensch, ey. Tschö. So. Weiter eskortieren. Alter, bist du irgendwie dumm im Kopf, bisschen? Aber es schafft man easy, also wenn man das nicht mehr schaffen. Dann war es aber so, der lacht. Easy! Das macht ich einfach. Ja, also Reputation recht viel. 2. Platz ist ganz ordentlich. Und damit würde ich sagen, was ist diese Folge von Crossout? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss!